Die Strahlenchemotherapie erhöht die Heilungswahrscheinlichkeit bei Speiseröhrenkrebs. Die Strahlentherapie ist bei dem sogenannten Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre, also ein Tumor, der von bestimmten Zellen ausgeht, sinnvoll. Hier unterscheidet man zwischen tiefsitzenden Ösophaguskarzinom, also Speiseröhrenkrebs, und hochsitzendem Speiseröhrenkrebs. Den hochsitzenden Speiseröhrenkrebs würde man alleinig strahlenchemotherapieren und den tiefsitzenden Speiseröhrenkrebs würde man vor einer Operation vorschalten. Bei tiefsitzenden Plattenepithelkarzinomen der Speiseröhre geht man so vor, weil Studien gezeigt haben, dass durch eine Strahlenchemotherapie vor einer geplanten Operation die Patienten eine erhöhte lokale Kontrolle haben. Das heißt, dass ein Wiederkehren des Tumors am Ort deutlich unwahrscheinlicher wird. Die Durchführung der Strahlentherapie beim Speiseröhrenkrebs unterscheidet sich beim hochsitzenden Speiseröhrenkrebs vom tiefsitzenden Speiseröhrenkrebs durch die Anzahl der Bestrahlung. Beim hochsitzenden Krebs ist es so, dass die Therapie ca. 6,5 Wochen dauert. Eine begleitende Chemotherapie wird wöchentlich verabreicht. Beim tiefsitzenden Speiseröhrenkrebs findet die Therapie über 4,5 Wochen von Montags bis Freitags statt. Im Anschluss an diese präoperative Therapie werden die Patienten in der Chirurgie vorgestellt.